Ich bin Lukas Bohn, bin Firmenkundenberater in der Oberbank Wels-Ringstraße. Ich bin bei der Oberbank seit gut 5 Jahren. Ja, ich bin sozusagen der erste Ansprechpartner für Firmen, durch das, dass ich im Firmenvertrieb bin. Das heißt, ich rede tagtäglich mit Kunden, versuche hier Win-Win-Situationen zu lukrieren, einerseits für den Kunden, aber natürlich auch, um die Erträge für die Bank zu generieren. Der typische Arbeitstag fängt bei mir um 5:45 an. Am Vormittag genieße ich bis 8 Uhr meistens die Ruhe. Das heißt, da arbeite ich einfach E-Mails oder Telefonanrufe vom Vortag ab, die was ich sozusagen noch nicht gemacht habe. Mache interne Prozesse und um 7:45 haben wir dann unsere Morgenbesprechung und ab 8:30 geht es dann los sozusagen mit den Kundenterminen meistens. Bis 12 Uhr circa, dann habe ich eine Stunde Mittagspause, wo ich Mittagessen gehe mit Kollegen, sporteln tue oder was auch immer. Und ab 13 Uhr geht es dann sozusagen mit Kundenterminen in der Art weiter wie am Vormittag. Der normale Arbeitsalltag endet meistens um 16 Uhr bei mir. Der Spaß ist einfach die Abwechslung. Das heißt, dadurch, dass ich nicht am selben Tag oder am nächsten Tag dasselbe habe wie am Montag, sondern am Dienstag wirklich was anderes ist. Besonders an der Oberbank ist einfach, dass trotz der Größe von knapp 2.500 Mitarbeitern der Mensch und der Mitarbeiter sozusagen weiterhin im Fokus steht und die Bedürfnisse des Mitarbeiters im Fokus stehen. Und was ich da einfach nicht außen vor lassen möchte, sind einfach die Sozialleistungen, was wir bekommen tagtäglich, was man einfach nicht als selbstverständlich hinnehmen darf.